Hallo meine Freunde da draußen. Bitte entschuldigt, wenn die Qualität des Mikros jetzt etwas anders ist. Ich nehme das jetzt über die Kamera direkt auf. Das ist eine Canon Legria Mini X. Ich hoffe, das ist trotzdem noch gut anhörbar. Wird wahrscheinlich nicht das gleiche sein wie mein Großmembran, aber ich sollte eigentlich noch... Sollte noch gehen. So, und ich habe mir gedacht, ich mache das mit einem anderen Gerät. Ja, ihr habt schon gehört. Ich mache das diesmal mit einem Gerät, das ich mal vor einem Jahr aus dem Baumarkt habe. Ich wollte da jetzt nicht so ganz so rabiat rangehen, nicht mit einer großen Flex oder wie ihr schon geschrieben habt, mit der Kettensäge und sowas. Ne, dafür wäre mir das zu schade. Also es ist ein Paket. Darauf habe ich schon seit ein paar Wochen gewartet. Und dieses Paket ist auch zum Teil euer Verdienst. Zu einem sehr großen Teil sogar. Naja, und jetzt gibt es dieses Unboxing. Ich mache das hiermit. Hiermit mache ich das auf. Ne? Ist ein handelsüblicher Dremel. Ne? Hat jeder sowas in der Hosentasche. Ne? Ich vor allem. Okay, stellen wir das Teil hier ein. Ich würde sagen, drehen wir es richtig hoch. So das Höchste, was wir haben. Ja. Ne? Und dann schalten wir das Ding mal an. Ja. Okay, machen wir es auf. Ja. Okay. Immer schön der Linie entlang. Wir wollen es ja nicht kaputt machen oder was auch immer. Ne? Vielleicht brauchen wir den Karton noch. Für eventuelle Reklamationen, ne? Vielleicht gefällt uns das Teil ja nicht und wir schicken es zurück. Nein, auf gar keinen Fall. Als zurückschicken werde ich es bestimmt nicht. Ja, geht auf. Ja. Also, offen ist es. Ja, fast. So, jetzt ist es offen. Okay. Dann schauen wir mal. Wir machen das jetzt mal ganz vorsichtig auf. Ganz vorsichtig. So, wir holen das da ganz vorsichtig raus, wenn es mal raus will. Okay, wir holen das jetzt ganz vorsichtig da raus. Ne? Genau. So, dann haben wir hier einen Brief. Weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Jetzt, wenn ich das so in die Kamera halte. Also es ist so ein Brief. You just done something very... Moment, ich lese mir das mal kurz. Das ist auf Englisch. Also das ist, die gratulieren einem dazu, man soll, also der YouTuber soll nicht vergessen, dass ich das euch zu verdanken habe, und dann gratulieren sie mir noch, ich denke mal Standardtext. Okay, dann gucken wir mal, was hier drin ist, ne? Ja, ein bisschen mehr so in die Kamera, ne, wenn wir es aufmachen. Ganz vorsichtig anheben den Deckel, der darf auch nicht kaputt gehen. So, und das? Ne, das kann nicht kaputt gehen. Also, so, holen wir es raus. Dam, 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 da-dam, bum, 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 bum. Okay, das war übertrieben. Okay, da haben wir es. Da haben wir es. Der silberne Playbutton. Wie geil ist das denn? Wie geil ist das denn? Holen wir es mal raus hier aus der Folie, ne? Der silberne Playbutton. Geilomat. Ne? Ja, wenn ich das so halte, da seht ihr so ein bisschen mein Monitor im Hintergrund. Ne? Und da ist meine Decke da oben. Ne? Spiegelt schön, ne? Aber ich habe extra darauf geachtet, dass ich nicht da drin bin, ne? Ich habe mir nämlich schon sowas gedacht, weil silberner Playbutton sowas glänzt und dann ist da auch ein Spiegel. Haha, habt ihr gedacht. Aber nicht mit mir. Okay. Das ist also der silberne Playbutton. Und ich habe ihn euch zu verdanken. Und dafür ein richtig fettes Dankeschön an euch. Also richtig top. Ich freue mich tierisch. Also geile Sache auf jeden Fall. Hätte ich nicht gedacht, dass ich mal sowas erreiche, dass ich mal so eine geile Auszeichnung kriege. Und das durch euch auf jeden Fall. Also vielen, vielen Dank. Ey, ich bin einfach nur hin und weg. Hier, guck mal, da steht auch Name Mythos. Ja, ich weiß nicht, ob man das jetzt so, wenn ich das so nah ranhalte, ob man das so sehen kann, so lesen kann. Keine Ahnung.
Oder hier, Congratulations, ja. Das ist einfach nur geil. Vielen Dank dafür an euch. Ich sage bis zum nächsten Mal und tschüss. Geiles Teil.